Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. Ja, wir sehen schon oben links, wir haben eine kleine Nachricht verpasst, während ich hier gerade die Aufnahme am Starten war. Aber die gucken wir uns gleich an. Zuerst gucken wir uns unseren schönen GTA hier an. Denn es hat sich einiges getan. Ich habe am Leistungstune ein bisschen rumgeschraubt und ein bisschen auch genauer auf die einzelnen Teile eingegangen, was locker eine halbe Stunde gedauert hat, deswegen nicht in der Folge. Ihr müsst ja auch nicht alles. Ich meine, ihr solltet auch das Spiel selber kaufen und selber spielen. Das ist ja, soll auch ein bisschen so Wiederspielwert haben. Wir haben jetzt 980 PS. Denn so ein kleiner Tipp bei dem Spiel, baut nicht einfach das Beste ein. Es ist nicht immer... Baut nicht einfach das Beste ein. Baut nicht immer das Teuerste ein. Es ist nicht immer das Beste für euer Auto. Manchmal behindert es andere Teile, wenn du zum Beispiel irgendwas einbaust, was nicht ganz so der Abstimmung dient, die Karre quasi aufbaut. So, Optik-Tuning. Haben wir denn irgendwas Neues? Das habe ich nicht nachgeguckt. Fenster. Geile Multi-Kits. Mann, ich will Breitbau-Kit für die Karre, aber das kriegen wir irgendwann bestimmt noch. Gibt es eine neue Spoiler-Lippe vielleicht? Es gibt nur. Na, so viel anders sieht das jetzt aber nicht aus. Nur zugeben. Lassen wir das einfach. Ich meine, wir müssen auch nicht unnötig Geld ausgeben. Wir haben schon 60.000 wieder. Wie geil. Hey, Spiegel. Ja, genau, was sonst? Nein, das bleibt so, wie es ist. Das bleibt so, wie es ist. Jetzt ja auch nichts geändert, ne? Bremsschirm. Das passt einfach alles. Diffusor! Ja, Mann! Ich will einen fetten Diffusor. Oh, geil. Ah, endlich! Ah! Krass! Komm, fetten Diffusor drauf! Oh, ich bin im Himmel. Geil, wir haben einen fetten Diffusor für GTR, wie geil. Oh. Okay, ich bin wieder leicht im siebten Himmel. Wie ein neues Tuning-Teil mich schon im Hype bringt. Schön. So. Dann wollen wir mal die Garage ver... Nee, ja, Spike, bitte. Hey, Mann, hast du den Plan vergessen? Lass mich jetzt nicht hängen. Wir zeigen's denen, hörst du? Wir zeigen's denen auf jeden Fall. Du klasse, Spike, natürlich sehen wir uns da draußen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht die Garage verlassen, weil ich dachte, vielleicht bricht dann das Gespräch mit Spike ab und das wäre dem Let's Play nicht ganz dienlich. So. Aber Spike, wir werden auf jeden Fall mal zu dir runterfahren oder hochfahren, keine Ahnung. Ich will auch mal die Spike-Quest weitermachen und die Menu-Quest. Wir haben schon so viele Robin und Amy gemacht. Und noch kein einziges Outlaw. Also auch eine Outlaw-Quest haben wir, glaube ich, gemacht, aber ich glaube, die werden wir ganz am Schluss erst verenden. Bei der Amy-Quest sind wir am weitesten, komischerweise. Die sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen links liegen lassen. Einfach mal so. Weil wir es können. So. Was ist denn in der Nähe? Robin. Nein! Ich will nicht wieder Robin machen. Wo ist denn Spike? Spike ist am anderen Arsch der Welt. Ach, geil. Wo bist du, Manu? Manu, bist du irgendwo auf dem Weg? Hä, hey, wo ist Manu? Manu! Manu? Bin ich blind? Hier ist Spike. Hier unten ist Manu. Und hier ist auch dieses komische. Ey, Challenge. Okay, wenn wir mal zu Spike runterballern. Nein, Spike, wir fahren zu dir. Wir teleporten nicht. Wenn ich teleporte, dann zwischen den Aufnahmen, so dass ihr es nicht seht. Aber wenn wir schon unterwegs sind, dann wollen wir die Karre auch ausfahren. Jetzt, wo wir ungefähr wieder 200 PS mehr unter der Haube haben, dann können wir die Karre doch auch mal testen, bevor wir direkt in den Rennen mitfahren. Okay, ich muss meine Kopfhörer leicht leiser stellen. So wie man vorher Elder Scrolls aufnimmt, was ein mehr oder weniger leises Spiel ist, im Gegensatz zu Need for Speed. Dann... Ist es nicht ganz so geil, wenn man dann auf einmal die Motoren röhren hat. Ich meine, die Aufnahme regelt das selbst runter. Ich spreche aber, also den Sound der Motoren und allgemein des Sound des Spiels regelt das regelt die Aufnahme selbst runter. Okay, jetzt Schluss mit dem Motor, wir wollen weiter. Okay. Lass den GDR fliegen, komm! Ich habe übrigens auf Aktionsliter umgestellt, ne? Weil wenn wir driften, was wir sowieso die ganze Zeit machen, kriegen wir Nitro. Oh shit. Was geil ist. Wir driften ja ohne Scheiße die ganze Zeit. Okay. Kurve hätte man besser hinkriegen können, aber der GTR geht immer quer. Oh, der Scheiße. Au. Nein! Ich bin an der Wand hängen geblieben. Das wäre schon schön gewesen. Schade hängen. Schade, schade, Schokolade. Aber ich glaube, exakt diese Kurve gab es eben auch schon mit dem Supra quer hochgekommen, ne? Glaube ich, mich erinnern zu können. So, go, 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 go. Aber wir müssen jetzt auch einen größeren Nitro-Tank. Also, es passt wesentlich mehr rein. Ich glaube, wir hatten. Ach, da muss ich gar nicht runter. Ach, shit. Okay, dann fahren wir da unten wieder hoch. Ui, einmal drehen wieder. Wir hatten, glaube ich, vorher 4,5 Liter, jetzt haben wir 7,25. Bin mir ganz ehrlich. Und ich verfahre mich schon wieder. Zwei, wir kommen dann morgen mal an, ne? Ich bin der beste Navigator. Ich sollte in so einem großen Kreuzfahrtschiff anheuern.
Die Urlauber würden nie ankommen. Oder so Rallye-Beifahrer. Die sagen ja eben beim Rennen den Weg an, hier Steilkurve und so weiter, Fieberpro, Kurve 90 Grad und so weiter. Sagen die ja immer an. Okay! Ich wollte noch nach rechts ziehen, es war zu spät. Ja. Das finde ich unrealistisch, dass jetzt einfach weiter. Ja, fahrst du mir auch noch rein. Wie bist du unrealistisch, dass jetzt einfach weiterfährt? Das hätte ich ein bisschen besser lesen können. Aber wer es noch nicht gehört hat, es soll ja im November ein neues Need for Speed rauskommen. Need for Speed Payback. Das wird auf jeden Fall mehr Sinn für Realismus zeigen. Also da werden deutlich mehr Funken fliegen wie in diesem Spiel. Weil in diesem Spiel geht es um Zerstörung. Also im neuen, im Need for Speed Payback, da geht es um Zerstörung. Da geht es auch ein bisschen mehr um actiongeladenere Stories. Da wird es auch ein Bösewicht geben wieder mal. Weil das ist so ein bisschen das Manko, was ich an dem Spiel so sehe. Es gibt kein Bösewicht. Ich weiß nicht, warum du das alles so machst. Du machst, weil du geil drauf bist, aber das war's dann auch. Du hast nicht wirklich eine Heldenvision, muss man nennen. Was man eigentlich auch nicht braucht, aber es motiviert schon extrem. Oder haben wir schon eine GTA-Kurve, wenn ich das die versemmel? Nee, versemmel ich es nicht. Och, ich versemmel es. Oh shit, ich bin fast da gekommen. Ach, scheiße. Es wurde fast wieder knapp. Okay, da haben wir auch eine schöne Kurve. Auch schön querfahren können. Ah, schön. Schön, schön, schön. Ah, in jeder Kurve. Ich genieße die Kurvenfahrt mit dem GTR wirklich. Das ist schön. Aua. Wunderschöne langgezogene Kurve, die ich nicht ganz ausfahren konnte. Ja, da ist ja schon Spike. Ach, ging ja schnell was gedacht. Spike, hi. Oh, Zeitfahren. Schwer. Ja gut. Überbiete Macken das neue Rekord. Mach dich bereit, Mann. Es geht los. Alles klar, Spike. Ich bin heiß. Du hast immer auf die gleiche Karre wie ganz am Anfang gespielt. Bestimmt hast du es ja aufgetunt, weil sonst könntest du mit dem GTR hier nicht mithalten, aber trotzdem. Mach mal. Pass bei deiner Karre. Ist okay. Okay, wollen wir die Berge hier mal runterheizen und Macken das mal zeigen, wo der Hammer liegt. Der Macken ist Walker ja gar nicht mal warm anzieht. Den werden wir noch versemmeln in diesem Spiel. Wollte gerade sagen, in dieser Folge. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie lange die Speedquest noch geht. Da sind wir auch schon ziemlich weit. So lange sind die Questreihen ja allgemein nicht im Spiel nicht. So, dann haben wir eine schöne Kurve da vorne. Die bin ich hier nicht versemmelt. Versemmelt ist sie natürlich nicht. Oh doch, ich versemmel sie. Oh nein, ich versemmel sie nicht. Oh, ich muss mehr an mich glauben. Ich kann es ja doch. Ja, Amy, bitte. Hey, ich bin's. Wahrheit oder Pflicht? Du hast Pflicht. Tune deinen Wagen. Geil. Und teste ihn. Die Gänge müssen passen und du brauchst eine gute, glatte Gerade. Also los. Bis später, Mann. Wahrheit oder Pflicht? Du hast Pflicht. Wo packst du mich denn überhaupt? Ach, Amy. Du warst mir mal sympathisch. Doch währenddessen ist einfach nur noch anstrengend. Die alte Frau. Die alte ist sie nicht, aber der Zivilist stört mich. Ich hätte die Kurve gern weiter innen gefahren. Wo ist Spike eigentlich? Okay, ich sollte nicht so viel nach hinten gucken. Sonst hau mich wieder in. Ja, ist okay. Hau mich rüber. Ist okay. Wenn du mal die Kontrolle überwachen willst, geh nochmal ein bisschen vom Gas gehen. Also nicht wirklich drauf bleiben. Das ist nicht so der beste Tipp. Einfach vom Gas gehen und versuchen, die Karre auszupennen. Funktioniert fast immer. Ausgeblendet. Die ist zu eng angefahren. Ist okay. Ja. Ah, schön. Schön, schön, schön. Ist übrigens diese Folge ist wieder über der Start einer neuen Aufnahmesession. Und ich muss heute mindestens 7 Folgen aufnehmen. Also, das könnte anstrengend werden. Wenn ich in den nächsten Folgen vielleicht mal ein bisschen Ermüdungserscheinungen oder so an den Tag lege, dann bitte ein wenig Verständnis. Aber ich muss vorproduzieren. Da gibt es doch so etwas, das nennt sich Real Life. Das hat man ab und zu. Also sollte man. Ist okay, ja, bleib hängen. Mann! Da hängt ja nicht mal der Frontdiffusor dran. Wir haben keinen Frontdiffusor, aber nicht mal die Frontlippe. Das würde scheiße knapp werden. So, das sieht hier aus. Hä, das war doch kein schweres Rennen. War das denn ein schweres Rennen? Wir sind 30 Sekunden schneller und hatten 2 heftige Fehler. Das war doch kein schweres Rennen, okay? Spike, Amy hätte uns keine einzige Abweichung der Ideallinie verziehen. Aber du verzeihst uns 2 schwere Unfälle. Unsere Karre eigentlich schrottreif ist, aber geil. Spike, ich mag dich. War nice. Joa. Da haben wir Manu in der Nähe. Wir hätten Eddie's Challenge. Will ich nicht. Ich will Manu. Eddie's Challenge können wir irgendwann mal machen. Und zuerst machen wir Manu. Ja, Spike. Okay, ist schon gut, aber nicht so wie
wäre es gemacht. Hey, hörst du das? Hörst du, was Manu sagt? Unser Lauf hat nicht gezählt, Mann. Das meinte ich nicht. Ich sagte, Magnus ist den Lauf mit einem Wagen mit vielleicht 250 PS gefahren. Wenn's reicht. Ach, was soll's. Die Neider wollen uns nur alles wegnehmen. Das hat nichts mit Neidern zu tun, Bro. Hey, die Leute reden. Machen's dir nach. Aber ich finde, wenn du wirklich Eindruck machen willst, dann mach's wie er. Mit einem Wagen unter 250. Das alles. Na gut, du willst es so, du kriegst es. Mann, du raffst es nicht. Ich halt zu dir. Ja, klar, verstehe. Vergiss es einfach. Ich ruf dich später an. Ja, bis später. Yo, glaubst du das? Die wollen uns fertig machen. Das, was wir geschafft haben. Die wollen unter 250, kriegen sie. Keine Ahnung, was mit dir ist, aber ich fahr den Lauf nochmal und zeig's denen. Bis später, Mann. Klartext. Sollst du extra eine Karre tun, die unter 250 PS hat? Ist das dein Ernst? Na gut, okay. Warum? Why? Verstehe ich nicht. Wieso? Mann. Aber wenigstens haben wir die Kohle dafür. Okay, dann fahren wir dieses Rennen noch und dann gibt es in der nächsten Folge wahrscheinlich Tuning-Action wieder. Wo wir eine kleine Giftschleuder tun wahrscheinlich. Ich hab Bock auf einen Ford Focus RS oder so. So eine richtig kleine Giftschleuder. Die tunen wir dann pink. Hätte ich Bock drauf, Mann. Da finde ich auch geil, dass ich sowas reinbringe. Ja, ich tune meinen GTR hier auf fast 1000 PS. Aber, ja, eigentlich zählt das nicht, weil du musst unter 250 PS haben. Danke dir, sag mir das vorhin auch. Hat das Magnus nicht in seine komische Challenge geschrieben? Weil wenn ich mit einem Aventador mit 1500 PS lang heize, dann zählt das nicht. Natürlich logisch, aber das muss Magnus doch in die Beschreibung schreiben. Was sind das hier für Kurven? Das sind keine GTR-Kurven. Aua. Runter gehen die Kurven, aber nicht hoch. Weiß gar nicht, wieso. So viel mehr, so weniger Beschleunigung haben wir ja nicht. Das war schön. Du kannst ihn schon schön querzirken. Das ist schon... nicht übel. Wenn du mal außer Takt bist, ne? Bei so einer engen Straße, wenn du da mal außerhalb des Taktes bist, ist vorbei. Hast du vergessen. Das ging gerade noch, weil wir heftige Beschleunigung haben. Wir haben, glaube ich, 0 auf 100 in 2,25 Sekunden, was heftig ist. Und ich werde die GTE hier voll aufbauen. Der wird irgendwie über 1000 PS haben. Der wird 1200 PS oder so haben. 100 pro. Den wir locker auf 1100 bis 1200 PS hochheizen lassen. Easy. Die ultimative Tuning-Teile haben, die ab Level 45 bis 50 freigeschaltet werden. Ich glaube, Max Level ist Level 50, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist schon das zweite Spiel, das wir spielen, wo Max Level 50 ist. Rise Zero Dawn hat Max Level 50 und Need for Speed hier auch. Ich glaube, das ist so ein Trend. Und ich glaube, Witcher 3 hat, glaube ich, auch Max Level 50, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Ja, natürlich, ich glaube schon. Es gibt so viele Spiele mit Max Level 50. Manu, hi! Was fahren wir hier? Ist der Mittel, also easy. Nachts auf dem Berg, Mittel. Okay, easy, kriegen wir hin. Gewinne das Drift-Event. Okay. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Gib Feuer. Ach, gib Feuer. Du wusstest, wie ich Feuer gehe. So, 30.000. Das war's? Okay. Für ein paar lange Driftkurven. Drittige GTR-Kurven. Genau sowas. Ist okay. Okay, der scheint euch besser an. Okay, shit. Die Tour von euch versammelt. Alter. Okay, Concentration Rayon. Ach du Scheiße! Okay, ich muss mich konzentrieren. Nicht zu viel rumspielen. Concentration Rayon. Wir müssen, dass ich gewinne. Wir müssen die 30.000 jetzt einfach rein. Oh, ist okay! Guck auf die Karte. Was ist das hier für eine Strecke? Ich weiß, du willst das ultimative Video drehen. Aber oh, warum sowas? Den Nitro ist nicht immer das Allerschlauste. Sollte man manchmal lassen. Wow, ich habe kein Grip im Gelände, das merkt man wirklich. Da vorne ist schon das Ziel! Wisst ihr? Okay, wir fahren es nochmal. Okay, wenn du die ersten Kurven versaut, hast du verkackt. Wenn du die ersten Kurven versaust, hast du verkackt. Das ist ja unglaublich. Nee, halt was. Ich dachte nicht, dass wir das zuerst nehmen müssen, aber anscheinend doch. So, dann halt ein zweites Mal. Nachts auf dem Berg. Ich
wusste, du lässt mich nicht hängen. Gib Feuer. Ich gebe auf jeden Fall Feuer, Mano, denn ich bin heiß. So. Wir müssen jetzt den kompletten Berg quer runterfahren, oder wie sieht das aus? Sonst werden wir, glaube ich, die Driftpunktzahl hier nicht hinbekommen. So. Machen wir jetzt Parkettendrifts. Oh, shit. Komm, lass zählen hier. Bauer, ja! Alter! Was war das denn für ein... Das war ein Drift. Alter, 21.000! Verdammt, aua! Schön. Rest versemmel ich vom Rennen. Jetzt kriegen wir es wieder nicht hin. 9.000 brauchen wir noch. 9.000 ist schon noch ein Stück. So, konzentrieren. Die Kurve davon brauchen wir. Ah, verdammt schön. Ja, Mann! Ja! Wie geil! Alter, was war das gerade für ein Unterschied zwischen den zwei Stimmlagen? Oh, shit. Aua. So, Manu. Das war's mit einem Event. Mich haut's noch quer. Ah, schön. In 9% die Bestleistung. Ja, geil, danke. Aha, dann haben sie die Fahrt schon ausgeteilt. Ja, da hast du recht. Wie es einfach mehr bei Speed gab als bei Style, aber egal. So steht. So. Ja, Menno. Das war echt cool, Bro, wirklich. Hey, Block soll neue Videos gepostet haben. Muss ich mir im Bunker ansehen, mein Telefon spinnt. Naja, vielleicht sehen wir uns da, okay? Auf jeden Fall, Mann, auf jeden Fall. Doch jetzt müssen wir erstmal zur Garage. Was? Erreiche jetzt 322 km/h? Geht das nicht mit dem Teil hier, was wir gerade fahren? Da sollte ich gehen, oder? Oder bauen wir da noch was Heftigeres? Ich hab keine Ahnung. Hm. Wir müssen für Amy 322 km/h erreichen. Okay. Das sollte aber eigentlich machbar sein, oder? Oder etwa nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange die Folge gerade ist, weil das eine Ding rausschneiden muss. Egal, Leute, wenn die Folge ein bisschen kürzer ist, freut euch einfach auf die nächste Folge. In der nächsten Folge werden wir uns eine kleine Giftschleuder tun. Und zwar unter 250 PS. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, nettes Kommi oder konstruktive Kritik. Da bin ich für alles offen. Und wenn ihr irgendwie Wünsche habt, was wir in der nächsten Folge tun können, alles rein. Ich werde es zwar nicht... Jetzt, Mann, warum sage ich das denn überhaupt, wenn ich sie nicht berücksichtigen kann, weil ich gleich auf weiter aufnehme? Egal, Leute. Vergesst, was ich gesagt habe. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung dafür die Folge und Rand sagt, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.